Wir sind auf Sendung. Herzlich willkommen zum heutigen VHS-Talk. Auch im Namen von Eva begrüße ich heute Dr. Alexandra Hessler und Dr. Jürgen Groß hier. Wir sind im VHS-Talk zu Gast, weil wir haben spannendes heute, etwas polarisierendes Thema. Also insofern und trotzdem so, ja, so unglaublich, dass du keinen VHS-Kurs besucht hast seit Jahren. Wie ja, es ist mir selber ganz unangenehm und mir ist es auch wirklich so aufgefallen, auch erschreckend aufgefallen. Ich war selber dann ganz erstaunt und erschrocken eben, als ich festgestellt habe, vor kurzem, ich arbeite ganz viel für Volkshochschulen, ich bin begeistert von Volkshochschulen, aber ich war schon lange nicht mehr an der Volkshochschule. Bestimmte Fachbereiche tun sich immer schwerer, auch an neue Kunden zu kommen, die also nicht so treues VHS-Publikum sind. Und da passe ich vielleicht mit meinem Artikel ganz gut rein, weil ich wäre ja im Prinzip eigentlich eine gute VHS-Kundin. Genau, in Minden gibt es auch Rabatte in Zusammenarbeit mit Firmenkunden. Wie können wir uns das vorstellen? Das Rabattsystem selbst ist relativ einfach. Wir gewähren zwischen 20% und 30% auf alle Kurse, ausgenommen sonderkalkulierte Kurse, einen Rabatt von 20% bis 30% bei Anmeldung. Die Beschäftigten melden sich direkt über das VHS-System an. Im Gegenzug haben wir eine lange systematische Zusammenarbeit mit den Unternehmen. Das gehört eben auch zur strategischen Debatte. Wie können wir uns als kommunaler Weiterbildungsdienstleister in Unternehmen verankern? Dann haben wir es mit dem Kundenservice besprochen, haben gesehen, jetzt haben wir im Kundenservice eine Situation eben auch noch, dass Leute aus sehr vielen Herkunftsländern kommen, Kunden, und wir Schwierigkeiten haben, mit ihnen uns zu unterhalten. Und die Bandbreite geht ja vom Deutschkurs bis wo sind die Toiletten oder wo ist der nächste Bäcker. Ja, ganz faszinierend, was ihr da offensichtlich schon seit Jahren macht. Ich habe jetzt erst so richtig registriert, dass ihr ja schon 2008 einen Preis bekommen habt, da ein Award. Das ist richtig. Also wir haben 2007 angefangen und 2008 und 2010 jeweils ein Award bekommen. Also viele Firmen kommen zu uns und sagen, wir möchten gerne Teammeetings machen, Fortbildungen in virtuellen Welten, und für die haben wir eben auch Schulungen durchgeführt, die jetzt nicht ganz so öffentlich sind, die also wirklich Bildung auf Bestellung sind. Dann darf ich dich bitten, gleich was dazu zu erzählen. Warum hast du das Projekt gemacht? Was ist das und wie können andere Volkshochschulen damit machen? Also zum einen ist es ja so, dass die Vorträge in den Volkshochschulen, die Kulturvorträge, nicht besser werdende Teilnehmerzahlen haben. Finde ich ein tolles Bild, ein Hafen für euer Bildungsinteresse. So, ne? Davon da immer wieder hin zurückzukehren und auch von dort aus sozusagen in die Welt zu gehen. Dann wünschen wir allen noch einen schönen Nachmittag, frohes Arbeiten und bis bald. Tschüss. Tschüss.